Günstiges Gold, Diablo 4 Items und weitere Boosts gibt es bei aoeah.com. Checkt den Link in der Beschreibung. Mit dem Code Gipfel bekommt ihr 3% Rabatt. Hallo und herzlich willkommen. In diesem weiteren kleinen Update zu meinem Kugelblitzbild zeige ich euch, wie wir den neuen Teil Rascha-Ring am effizientesten nutzen und ganze 4-mal den Schadensbonus aufstacken können. Um diesen Damage-Boost mitzunehmen, müssen wir auch gar nicht so viel ändern. Das Paragon-System bleibt komplett unberührt und bei den Items ersetzen wir lediglich einen Ring durch den neuen Teil Rascha-Ring. Und zwar verzichte ich hier einfach auf den Aspekt, der mir Mana auf Cooldown gegeben hat. Kein allzu großer Verlust also. Mana-Probleme sollten wir dank dem Kettenblitz-Aspekt und der knisternden Energie sowieso nicht haben. Im Skilltree auch nur eine minimale Änderung. Wir nehmen die 4 extra Punkte in Teleport wieder heraus und skillen dafür die große gefrorene Kugel mit einem Punkt. Die landet dann anstelle vom Frostblitz im Verzauberungsslot. Den übrigen Punkt habe ich dann wieder in Ausrichtung der Elemente gepackt. Eine letzte kleine Änderung bei den Vampirmächten. Die zusätzliche Schadensreduktion packen wir raus und wählen dafür Infektion, denn so bekommen wir schließlich auch noch den Giftschaden als viertes Element gestackt. Insgesamt bekommen wir dann den Blitzschaden von unseren Kugelblitzen, den Frostschaden von der neuen Verzauberung, Feuerschaden durch das Flammenschild und Giftschaden durch die neue Vampirmacht. Das Schöne ist, wenn wir alle Boni einmal aufgebaut haben, bleiben sie auch alle erhalten, solange wir mindestens alle 4 Sekunden ein Monster treffen. Im ganzen Zahlensalat über der Puppe etwas zu erkennen ist nicht einfach, doch wenn man aufpasst, sieht man zwischendurch einzelne Maximalwerte der Schadenszahlen. Hier könnt ihr einmal den Vergleich am Dummy ohne den neuen Ring sehen. Und jetzt wieder mit. Ansonsten ist der Bild genauso stabil wie zuvor, wir machen also keine Einbußen für diesen Schadensboost. Deshalb sollten wir ihn auf jeden Fall mitnehmen. Für weitere Möglichkeiten und Detailinformationen schaut euch auch gerne meine anderen beiden Kugelblitz-Videos an. Im letzten Video wird der aktuelle Bild komplett erklärt, abgesehen von den Änderungen aus diesem Video hier natürlich. Den Planer-Link habe ich auch schon überarbeitet. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Bild, macht es gut und möge der Loot mit euch sein. Folgt mir. Danke. Wiedersehen.